Hallo und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind in der Raumstation gelandet gestern. Und wir schauen mal, was es hier Neues für uns gibt auf dem Weg ins Zentrum der Galaxie. Ich hatte mich am Ende der letzten Folge ja versprochen, es allerdings auch gleich berücksichtigt. Wer also erwartet auf Status-Updates bezüglich meiner Operation, der muss sich bis zur ersten Folge der nächsten Session gedulden. Ich nehme hier immer mehrere Folgen gleichzeitig auf. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wie viele Folgen ich jetzt in dieser Session aufnehmen werde. Ich kann nur sagen, diese Session hier, die findet statt einen Tag vor meiner geplanten Operation, die morgen stattfindet. Heute ist Donnerstag, der 24. und morgen am Freitag, am 25. werde ich operiert, morgen früh. Ich muss um 7 Uhr muss ich ins Krankenhaus. Mal, da bin ich noch gar nicht so sicher, wie ich das schaffe, ehrlich gesagt. Tja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffe um 7. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich jetzt aufnehmen werde. Ich habe die Folgen von der gestrigen Session bis Folge 91 heute Nacht gerendert, beziehungsweise gestern Abend gerendert, und ich lade sie gerade hoch. Und ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, Folge 91, also ich weiß, dass sie am 31.11. veröffentlicht wird. Ich habe also nach der Operation durchaus ein bisschen Luft, bis ich diese Folgen hier veröffentliche, und deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie jetzt... heute noch rendern und hochladen werde, oder heute noch nur rendern, oder wie auch immer ich das machen werde. Ich habe vor, mir ein Skript zu schreiben, was automatisch, lass mal langsam machen. Hier ist ja richtig was los. Gehen wir mal dahin. Da hinten ist auch noch was. Da können wir. Das würde 10 Minuten dauern zu Fuß. Naja, da habe ich jetzt allerdings wenig Lust zu. Ist das eine Fabrik? Das ist eine Fabrik. Der Kurzheimer. Wo sind sie denn? Die Wächter von da. Ja, das ist ja. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier in dieser Fabrik machen können. Die Fertigung, die Gag-Operationszentrale. Da ist eine Nachricht auf von einem weit entfernten Alien-Volk. Sie scheinen wütend auf den Händler zu sein, der sich in das System gelockt hat. Ich kann Ihnen eines von zwei Heridium-Produkten auf dem Bildschirm schicken. Das erste sieht seltsam schwach gefärbt aus und das zweite schimmert grell auf dem Bildschirm. Gag-Händler, unrein Isotop, zerstören, Gag-Units einbehalten. Unrein... Ich nehme an, wenn es grell ist, ist es rein. Hurra, hurra! Lebenserhaltung. Da finden wir tatsächlich jetzt noch einiges, was diesen
was den Anzug angeht, wenn ich das richtig... Wenn ich das richtig verstehe. So, erstmal ganz kurz speichern hier. Und erstmal schauen, was es noch so gibt. Da hinten ist ein Turm, den holen wir uns noch. Das Ugbartal, und ihr seht, ich nehme wieder wirklich früh auf. Was ich heute noch tun muss, und deshalb kommt mir das gar nicht so ungelegen, dass ich diese Folge heute nicht unbedingt rendern, schneiden und veröffentlichen muss. Uhuhu. Was ich heute noch tun muss, ich muss für morgen packen. Ich muss sehen, dass die Elektronik aufgeladen ist. Ich muss überlegen, welchen Computer ich mitnehme. Dann muss ich den eventuell noch vorbereiten, denn ich war gestern bereits auf der Station, um mich da vorzustellen, beziehungsweise um ein Gespräch mit dem Arzt zu führen, was potenziell schief gehen kann. Und das will man eigentlich im Vorhinein gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Und da habe ich gemerkt, es gibt offensichtlich kein WLAN auf der Station. Und jetzt habe ich in meinem Telefontarif ein paar Gigabyte drin, 2 Gigabyte um genau zu sein. Aber mit 3 Gigabyte, wenn ich da irgendwie vorhabe, YouTube zu gucken, da komme ich mit 3 Gigabyte auch nicht weit. Oh, was ein Tier, was ist das denn? Wow. Bleib lieber stehen, das steht dir besser. Das heißt, ich werde jetzt hier eine kleine Aufnahmesession machen. Oh, da hinten ist ein Handelsterminal. Das sieht ja schon extrem cool aus. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht... Phrasenkühlmittel-Täter, den habe ich bereits. Ah, hier sieht es ja auch wieder aus. Wo habe ich denn Plutonium? Da und da. Und dann kann ich hier das und hier das. Sehen Sie. Die Platinpflanzen, die aus dem ganzen Universum bekannt sind und überall gleich aussehen. Zum Glück, sag ich mal. Erste Hilfe brauche ich nicht. Multiwerkzeugtechnologie brauche ich nicht. Ich kann trotzdem nicht dran vorbeigehen. Bitte seht's mir nach. Schauen wir nochmal nach einem Außenposten. So, was ich eigentlich gerade oder vorhin erzählen wollte, so ein bisschen zur Technik. Im Moment lade ich alles manuell hoch. Das heißt, ich gehe auf die YouTube-Webseite. Hatten wir den schon? Hatten wir schon. Ich gehe auf die YouTube-Webseite und plane meine Videos dort, lade sie hoch, sage, ja, das Video soll veröffentlicht werden am... Und das ist eine... Oh, die nehmen wir mal mit, weil da hinten ist ja ein Handelsterminal. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu verkaufen. Und das ist eine sehr repetitive Aufgabe, die auch nicht besonders super ist und viel Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Und die Überlegung ist... Dass ich darum. Oh, ich habe keine Warpzellen mehr. Darum muss ich mich also mal kümmern. Und das könnte man hervorragend automatisieren. Es gibt da ein YouTube-Skript.
ein YouTube-Projekt, das ein Python-Programm, also auf der Kommandozeile ausführbar, bereitstellt, mit dem ich Videos, die ich auf der Kommandozeile habe, also diese Videodateien, das gebe ich ihm mit. Ich sage, ich bin Folgender, bitte lad das hoch, benenne das Video so. Und das habe ich alles. Für das Let's Play natürlich. Und die Videos sind ja auch immer gleich, also die Benamung der Videos folgt einem immer gleichen Schema. Na, zuerst Replay, das ist eben der Projektname, will ich es mal nennen. Replay sind also die Let's Plays, beziehungsweise im Moment das Let's Play, das ich veröffentliche. Dann kommt das Spiel. No Man's Sky. Dann... Oh Gott, da habe ich da noch ein bisschen. Aber ich könnte natürlich trotzdem mal ein bisschen Platz schaffen, weil gleich habe ich da keine mehr. So, irgendwas muss ich mal loswerden. Zink brauche ich vielleicht. Titan kriege ich immer wieder. Und dann folgt ein Lattenzaun oder ein Hashtag, Doppelkreuz, nennt es wie ihr wollt, und dann eine zweistellige Nummer, die Episoden, die die Folgennummer angibt. Das heißt, hier bei diesem Video heißt die Datei, genau, und das noch zu Ende. Danach folgt dann der Episodentitel. Also der Name der Folge. Das kann man natürlich super einfach skripten. Hier dieses Video, ich habe jetzt noch keinen Titel dafür, aber prinzipiell heißt diese Datei eben RePipeTalk. Pipe ist dieser senkrechte Strich. RePipeTalk minus No Man's Sky und dann auch dieses Doppelkreuz 092, das ist nämlich Folge 92 hier. Und da landen wir jetzt mal ganz kurz. Und dann wieder ein Pipe, beziehungsweise nee, ein Minus, und dann folgt der Episodentitel. Keine Ahnung, wie dieser heißen wird, werden wir mal sehen. Und das kann ich natürlich automatisiert alles da aus dem Dateinamen bereits rausparsen und könnte dann automatisch anhand der Folgennummer auch bestimmen, wann die Folge veröffentlicht werden soll. Ich habe ja vorab so einen Plan. Ich weiß also, dass Folge 92 Hallo Gag am 1.12. erscheinen wird. Der Arbeiter-Gag Pacturia. Freund, Bericht, Belohnung, Händler teilen Beute, zerstören. Ich habe den Händler auf frischer Tat ertappt. Produkte und Elemente strömen aus dem Lagerfach der Einrichtung in sein eigenes Inventar. Über das sanfte Brummen seiner Unterschlagung hinweg kann ich das verängstigte Schlucken der Lebensform hören. Sie schaut mir direkt in die Augen und macht ein Angebot. Nee, sorry, Kumpel. Ich melde das Verbrechen und nehme an, dass der Händler ordnungsgemäß bestraft wird und ich erhalte eine Belohnung. Eine Technologie. Pulsantrieb, Begleiteinheit. So langsam glaube ich tatsächlich doch, dass wir ein größeres Schiff brauchen. Die Frage ist, machen wir es jetzt? Machen wir es? Assistent. Gag, Freude, Handeln. Ja, wir schauen mal, was du hast. Ich suche nämlich tatsächlich ja etwas, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, von dem ich aber weiß, von dem ich glaube. Wo habe ich denn das Emerald her? Ja, das ist jetzt nicht super. 25 Plätze. Ich bin langsam gewillt, sowas nochmal zu machen. 25 Plätze ist jetzt nicht ganz super. Aber wir hätten noch ein bisschen mehr Platz. Andererseits, bis wir dann
Titan. Ist halt nicht. Titan ist nicht so viel. Komm, das nehmen wir komplett. Und Gold auch komplett. Und wir schauen mal, was du so hast. Ah, ich wollte auch mal nachschauen. Die Suspensionsflüssigkeit. Okay, ich kriege hier Suspensionsflüssigkeit, die ich brauche. Brauche ich Omegon? Ich will mal kurz schauen. Ich hatte ja dieses Jetpack-Boost-Dingen. Omegon war das. Tatsächlich. Perfekt. Aber dann komm du bitte hier hin, weil dann habe ich hier den Jetpack-Boost. Wunderschön. Was kann ich denn irgendwie noch machen? Hier bin ich dann relativ super. Wir brauchen einfach noch Zink. Zink. Zink sollte so schwer nicht sein. Ich weiß, ich habe gerade nicht drauf geachtet, ob wir das kaufen. Dein Inventar verkaufen, kaufen und zwar Zink, Zink. Ich glaube, das war Gelb, Zink. Okay, 30 ist jetzt nicht die Menge, die ich brauche, aber besser als nichts. Wir brauchen noch 40. Ah, das ist mein Schiff. Ich würde schon sagen, das sieht ja fesch aus. So, hier kriegen wir... Achso. Elektronendampf, das ist gut, weil da bekomme ich bestimmt... Also das mit dem Booster hier ist schon sehr, sehr cool. Faszinierende Perle und ein Schildsplitter. Das ist nichts, was mich wirklich interessiert. Aber doch irgendwie auch gerade besser als nichts. Wir sind auch voll. Ich kann diesen ganzen Kram nochmal kurz verkaufen. Nein, nicht kaufen. Entschuldige. Verkaufen. Und zwar, ich brauche... Oder ich brauche nicht den Übertrag. Den Atlasstein, den Elektronendampf behalte ich, den Konvergenzwürfel. Hm? Okay, die faszinierende Perle immerhin. Den Schildsplitter immerhin. Na, du warst aber nicht lange da. Das ist cool. Inventar voll. Du warst auch nicht lange da, oder bin ich einfach blöd, blind und doof? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Titan verkaufen. Dann habe ich auch wieder Platz. Wovon haben wir denn ganz viel? Wir haben Kupfer, haben wir relativ viel. Da verkaufen wir mal 179. So, ich muss mich kratzen. Ihr seht, wenn es ein bisschen hacken sollte, wenn ich mich kurz nicht bewegen sollte, könnte es sein, dass ich mich kratzen muss. Ich brauche Antimaterie. Zack. Und auch hier bauen wir eine Antimaterie. Und dann bauen wir hier eine Vorabzelle. Und hier bauen wir auch eine Vorabzelle.
Und dann kann ich hergehen und kann den Hyperantrieb zumindest. Mal schauen, was das da sieht. Nicht schön aus. Ich hätte ja schon durchaus gerne ein schönes Schiff. Zink braucht mir noch, ne? So war das. Hallo Freund. Wir haben, was haben wir? Kupfer. Willst du mir aber nicht viel zahlen? Nickel. Oh. Aluminium. Willst du mir auch nicht so viel zahlen, wie ich gerne hätte? Komm, hier verkaufe ich dir aber mal 250. Und den Überbrückungschip verkaufe ich dir, glaube ich, auch gerade. Und den Überbrückungschip verkaufe ich dir. Suspensionsflüssigkeit. Habe ich immer noch eine? Das ist ja gar nicht schlecht. Omikron, habe ich noch zwei. Ist nicht so viel. Gucken wir mal, ob du Zink hast. Du hast tatsächlich Zink. Leider 5 zu wenig. Aber dein Raumschiff hat 25 Plätze mehr. No, no. Und jetzt habe ich, noch Elektronendampf, habe ich gesehen. Das heißt, ich kann noch Antimaterie herstellen und das heißt, ich kann noch eine Warpzelle machen. Das ist doch sehr ordentlich. Und jetzt brauche ich noch 5 Zink. Achso, da oben war ja noch, wir waren ja noch nicht. Hier haben wir noch eine und dann haben wir noch Elektronendampf. Und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, machen nochmal Antimaterie und machen nochmal eine Warpzelle. Elektronendampf. Antimaterie. Warpzelle. Okay, jetzt können wir nicht mehr bauen. Aber wir haben jetzt erstmal wieder 4 Warpzellen. Ups. Falsche Taste, diesmal nicht zu Windows. So. Und wir warten mal auf die neuen Schiffe. Ich bin mal gespannt, wann es soweit sein wird. Wann ein neuer Händler kommt. Denn wir brauchen noch 5 Zink. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich bis morgen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Gute, passt auf euch auf. Bis dann, ciao.